Ich zeige Ihnen einen Echtzeit-Pilates-Flow von den 5 wichtigsten Übungen, die ich für Sie ausgewählt habe. Da können Sie daheim mitmachen mit einem Mätteli. Darum geht es jetzt gerade los in Ruckelack. Sie starten, stellen Ihre Füße hüftbreit auf den Boden auf. Und dann machen wir ein ganz kleines Warm-up mit unserer Lendenwirbelsäule. Bringen die Lendenwirbelsäule flach an den Boden. Und als Gegenbewegung machen wir unser Kreuz strecken und machen das Hohlkreuz. Dann legen gerade nochmal einmal die Lendenwirbelsäule flach an den Boden legen. Nochmal einmal den Rücken strecken und machen das gerade noch ein drittes Mal. Die Lendenwirbelsäule flach an den Boden und wieder in ein Hohlkreuz gehen. Dann lassen wir uns locker fallen, landen so in unserer neutralen Position und strecken unsere Arme senkrecht nach oben. Wir bringen jeweils mit einem Ausschnaufen eins nach dem anderen Bein auf eine Tischli-Position. Und jetzt tun wir mit dem nächsten Ausschnaufen ein Fersen absenken. Und mit dem Einschnaufen bringen wir das Bein wieder auf eine Tischli-Position. Absenken und wieder aufziehen. Ausschnaufen, den Fersen absenken. Einschnaufen, das Bein zurückziehen. Ausschnaufen, das Bein absenken. Einschnaufen, zurückziehen. Die jetzt gerne den Arm noch dazu nehmen, die dürfen immer jeweils den gleichseitigen Arm noch nach oben strecken, ausschnaufen, ausstrecken, einschnaufen, zusammenbringen. Ausschnaufen, ausstrecken, einschnaufen, zusammenbringen. Schauen Sie, dass wirklich auch Ihre Lendenwirbelsäule in dieser neutralen Position bleibt. Wir machen gerade noch 2 Wiederholungen. Ich hoffe, Sie spüren ein bisschen, dass die Bauchmuskulatur anfängt zu arbeiten. Sehr gut. Wir machen gerade eine kleine Päckchenpause, um den unteren Rücken zu entlasten. Stellen Sie sich vor, das Becken, das wäre eine Schüssel und Sie möchten gerne diese Schüssel ein wenig hin und her kreisen. Dann gehen wir gerade in die weitere Übung. Wir legen auch wieder unsere Füße flach auf den Boden, legen, damit wir in die neutrale Position im Rücken einstellen können. Unsere Arme gehen links und rechts auf die Seite raus. Und wir bringen auch wieder jeweils mit einem Ausschnaufen die Beine in die Tischli-Position auf. Jetzt müssen wir mit dem nächsten Ausschnaufen beide Knie zusammendrücken und auf eine Seite überschwenken, ohne dass die Schulterblätter den Boden verlieren. Kommen wieder zurück in die Mitte mit dem Einschnaufen. Machen das Gleiche auf die andere Seite. Ausschnaufen, Schulterblätter behalten den Kontakt zum Boden. Einschnaufen, Beine zurück in die Mitte bringen. Sind Sie da auch wirklich kritisch mit sich selber? Wenn Sie wirklich sauber schauen, dass die Schulterblätter am Boden bleiben, Bauchnabel gut einziehen beim Überschwenken, in das hohle Kreuz fallen. Und mit ein bisschen Übung merken Sie vielleicht, dass Sie dann immer tiefer Richtung Boden können abschwenken mit den Beinen. Noch 2 Wiederholungen. Und noch ein letztes Mal. Wunderbar. Wir gehen auch noch mal in die Päckchenpause. Und auch wieder den Rücken auflösen. Bevor wir nachher gerade in die Seitenlage gehen, den unteren Arm nehmen wir als Kopfküsse. Beide Beine wir anwinkeln und schauen, dass die Füße in der Verlängerung unserer Wirbelsäule sind. Immer wenn wir auf der Seite liegen, bleiben wir mit unserer Taille schön weg vom Boden. Also wir sinken nicht ein wie eine Banane, sondern wir versuchen hier immer so ein Löchli offen zu halten, als könnte gerade noch eine Kakerlake unten durchkräsmen. Der Oberarm einstützen im Becken oder vorne am Boden. Die Füße bleiben zusammen und mit dem nächsten Ausschnaufen tun wir das obere Bein aufklappen und mit dem Einschnaufen wieder zuklappen. Ausschnaufen, aufklappen, Einschnaufen wieder zuklappen. Schauen, dass das Becken hier wirklich auch schön an Ort und Stelle bleibt.
Was man nicht sehen möchte, ist das hier, dass das Becken gleichzeitig hinten kippt. Jetzt komme ich zwar viel weiter rauf mit meinem Bein, aber ich mache dann die Bewegung eben nicht mehr aus meinem Bein, sondern aus meinem Rumpf. Und das will ich nicht. Ich will, dass der Rumpf stabil bleibt. Und mit dem Ausschnaufen Trippel senken, den Bauchnabel einziehen und den Beckenboden aktivieren. Wir machen gerade noch 3 Wiederholungen. Es fängt bei mir jetzt schon langsam ein bisschen an von Brennen in den Füttibacken. Das wetten wir natürlich unbedingt. Und noch das letzte Mal. So, dann wechseln wir gerade die Seite. Wechseln. Nehmen dann wieder den unteren Arm als Kopfkissen. Die Füße sind wieder in der Verlängerung. Kakerlaken lassen, offen behalten. Einstützen oder vorne abstützen. Die Füße zusammenhalten. Und mit dem Ausschnaufen aufklappen, Einschnaufen lösen. Ausschnaufen aufklappen, Einschnaufen lösen. Und ob Sie hier hoch raufkommen mit dem Bein oder nicht so, das hängt nicht nur von der Kraft ab, sondern natürlich auch von der Beweglichkeit. Sie sehen jetzt, ich komme jetzt auch nicht so verrückt weit rauf. Das liegt auch daran, dass ich in meiner Hüfte auch einfach nicht so viel Aussenrotation habe. Das ist sehr individuell und ist eigentlich völlig schnurz, wer wie viel Rotation hat. Hauptsache, Sie können das schön kontrolliert bis ans Ende von der Beweglichkeit ausführen, ohne dass Sie mit dem Becken beschissen. Wir machen gerade noch 2 Wiederholungen. Auch hier fängt es jetzt langsam an von Brennen in den Füttibacken. Gut, dann wechseln wir die Ausgangsposition, gehen in 4 Füßer. Wir haben ja schon vorher die Lendenwirbelsäule rund und hohl gemacht, das machen wir auch jetzt ganz kurz. Mit dem Ausschnaufen machen wir einen Katzenbuckel und mit dem Einschnaufen machen wir eine Hängematte. Ausschnaufen, Katzenbuckel, Einschnaufen, Hängematte. Ausschnaufen, Katzenbuckel zum Bauchnabel schauen. Und einschnaufen, Hängematte nach vorne strecken. Jetzt gehen wir hier auch wieder in die neutrale Position. Die Knie sind schön unterhalb von der Hüfte, die Hände schön unterhalb von der Schultern. Wir bleiben ganz gespannt und gehen jetzt mit dem Ausschnaufen ein Bein nach hinten strecken. Mit dem Einschnaufen kommen wir wieder zurück. Dann gehen wir das andere Bein hinten strecken mit dem Ausschnaufen und kommen wieder zurück. Ausschnaufen. Bein wechseln, hinteren strecken, einschnaufen zurück. Und auch immer wieder zwischendurch einen Kontrollblick hinteren über die Oberschenkel schauen. Die Oberschenkel, die jetzt noch am Boden stützen, die sollten nämlich aussehen wie ein römisches Eis. Also schauen, dass sie dort nicht das Becken auf die Seite rauskippen, sondern wirklich schön der Oberschenkel ganz gerade stehen bleibt. Jetzt die gerne wetten, die dürfen auch gleichzeitig noch den diagonalen Arm dazu nehmen. Ausschnaufen, Arm und Bein ausstrecken. Einschnaufen, zurückkommen. Hier ist ganz wichtig, dass wir uns eher vorstellen, den Arm und das Bein lang zu machen und nicht zu denken, möglichst weit raufzukommen. Wir wollen nämlich nicht im hohlen Kreuz hängen, sondern wir wollen wirklich die Lendenwirbelsäule ganz lang und stabil. Halten. Noch 3 Wiederholungen. Noch 2. Und das letzte Mal. Wunderbar. Jetzt gehen wir noch in eine Bewegung vom oberen Rücken. Für das liegen wir ganz auf dem Bauch. Legt unsere Arme links und rechts neben den Körper. Wenn immer wir auf dem Bauch liegen, müssen wir schauen, dass wir den Bauchnabel wegziehen von dieser Matte. Handflächen schauen nach unten, wir schnaufen ein. Mit dem Ausschnaufen ziehen wir die Schulterblätter hinten zusammenziehen, das Brustbein und den Kopf leicht abheben und nach unten schauen. Dann bleiben wir hier oben, regelmäßig ein- und ausschnaufen
Und die, die wollen, die dürfen auch ganz gerne die Arme noch ein bisschen abheben. Aber aufpassen, dass die Schultern nicht mit dem wieder reinknicken, sondern dass die Schulterblätter wirklich schön hinten auf dem Rücken kleben bleiben. Auch immer noch gut den Bauchnabel wegziehen. Schauen, dass wir hier nicht einfach loslassen und in ein Holzkreuz gehen, sondern wirklich die Lendenwirbelsäule ganz lang behalten. Wir machen eine Pause. Gehen gerade noch mal in die Position rauf. Halten. Gut schnaufen. Bei jedem Ausschnaufen den Bauchnabel immer wieder von Neuem einziehen. Die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Einen langen Schwanenhals behalten. Machen wieder eine Pause. Und dann machen wir das Ganze noch ein drittes und das letztes Mal. Kommen wir wieder rauf. Die Hände, wenn gewollt, vom Boden weglüpfen. Immer noch eine ganz gerade Wirbelsäule behalten. Und dann kommen wir wieder zurück. Dann ganz kurz mit dem Gesäß auf die Fersen hinten sitzen. 2-3 Mal gut durchschnaufen. Und dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Merci vielmals fürs Mitmachen. Wenn Sie das jeden Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag schaffen, dann ist das natürlich umso besser. Und gibt Ihnen einfach so ein ganz kurzes, aber rundum Programm, zum fit bleiben und zum stabil bleiben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, tun Sie doch kommentieren oder melden Sie sich via E-Mail über unsere Homepage. Auf Wiedersehen miteinander.